Hallo liebe Minecraft-Fans, hier ist euer Dragons AI wieder. Und ja, es geht auch weiter. Wir werden wieder in unserem Haus weiterbauen. Und ja, wir werden auch dem einen Boden Erde wegbauen, weil unsere Erde nicht reicht und wir nirgendwo eines abbauen können. Eigentlich schon, aber das ist mir egal. Ja. Sonst ist eigentlich alles okay. Ja, wie ihr seht, brauche ich gerade die Erde ab. Und irgendwann, also wenn wir unser Haus fertiggestellt haben, dann steht fest, dass wir uns Schwerter bauen. Und dann gehen wir halt jagen, was manche wahrscheinlich viel cooler finden, irgendwelche Viecher in die Luft jagen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch einen Kreativmodus irgendwann mal, also als Special-Videos. Mache dann vielleicht mal ein kleines Feuerwerk zu Silvester, wenn wir so lange davon Videos machen. Und ja, wird noch schön. Und irgendwie müsste ich mir eigentlich jetzt ein Bett bauen, aber wir haben keine Wolle. Das ist unschön. Man sieht jetzt kaum noch was. Ja, aber ich baue mal so ein paar Fackeln. Die wird glaube ich auch hoffentlich reichen erstmal ein bisschen. Aber muss ich Spaß noch umgeben. Genau, außerhalb von unserem Haus. Was mache ich denn für einen Schrott? Ja. Ja, das ist nicht gerade spannend, was wir machen. Ich merke die gerade selbst, wa? Oder steht fest, dass wir auf jeden Fall jagen gehen. Ohne Jagen geht gar nichts. Ihr könntet uns mal, wie gesagt, die Ideen fürs Haus schicken, wie es wir bauen sollen. Und muss auch vorsichtig runterkrache hier. Ja. Dann werden wir euer Haus im Kreativmodus oder sonst wo versuchen nachzubauen. Oder wenn uns halt Bilder schickt, irgendwie, wenn das geht. Weil wir halt ungefähr eine Nachbildung bauen können. Damit ihr euch auch freuen könnt. Ja. Dann baue ich jetzt mir eine schnelle Werkbank hier, damit wir uns Spitzhacken und sonstiges Zeug anfertigen können. Was eigentlich nicht so schön ist, ist, dass unser Erdhaus keinen Creeper oder so standhalten würde. Aber ich glaube, uns ist eigentlich relativ egal, weil wir ja eh nur ohne Monster momentan noch sind. Ja. Ist nicht wirklich spannend jetzt, aber ich glaube, die nächsten Fall werden dann spannender, wenn man auf die Jagd geht und bisschen coolere Sachen schon hat. Und wir werden uns auch einen Pflastersteinweg bauen, also so halt ein Weg aus Pflasterstein. Ich glaube, das ist Pflasterstein, was es gibt. Und dann noch aus, wenn wir schön außenrum Blumen placken, also es halt so ein Naturhaus werden mit Naturweg und so. Und ja.
Ja. Und vielleicht werde ich auch noch, weil es schwirrt mir gerade so durch den Kopf durch, so einen Glastunnel bauen. Also ich finde es eigentlich eine recht gute Idee. Oder halt einfach ein Tunnel aus irgendetwas. Aber Glas finde ich schon ganz schön krass. Ist schon cool. Und ja, müsst halt eure Meinung schicken, ob das, ob wir das machen sollen oder nicht. Und blablabla und blablabla. Ja, ich will die Aufnahme jetzt nicht so eine Länge ziehen, also machen wir ungefähr 2 Minuten schon Schluss. Darauf gehe ich ein Buh. Oh. Ja. Ich habe gerade irgendwas in Wasserquelle oder so entdeckt. Was das ist. Ist auch egal eigentlich. Und ja. Und was wir noch sehr wahrscheinlich machen werden, ist uns eine Farm von Hühnern anzulegen und ein Feld anzulegen. Auf dem Feld sind das halt Weizen oder so, sowas. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Sachen außer Weizen? Kürbis, Melone gibt es noch. Ja, aber Melone ist eigentlich schwer zu finden, deswegen. Apropos, jetzt habe ich gerade die Steine gesehen, mit denen wir den Weg vielleicht bauen werden. Pflasterstein. Weil wir wohl den Weg bauen. Und ja. Wird noch schön, die Welt. Und wirklich, vielleicht werden wir noch uns so ein komisches Haus, so halt wir haben verschiedene Häuser, Naturhaus, ein richtiges Wohnhaus und Plüppel bauen. Und dann werden wir vielleicht uns ein, zwei Monster fangen und die als Dekoration benutzen vielleicht. Ist vielleicht eine coole Idee? Oh, ich weiß nicht so genau. Ja. Da war es eigentlich schon mit der Aufnahme. Weil schon ein bisschen länger gezogen sind. Naja, okay. Ich sag nur einmal.